One Turn Sleep. Ach komm. Brit. Bong. Ach Mann, so unlucky. Die 2 HP, das hätte sterben müssen. Oh. Knackrack, mein Nemesis. Bong. Dieser Fight ist. Der ist tough, meine Leute. Der ist tough. Otaro fand ich jetzt nicht so toll. Obwohl wir ein Plus-Speedwesen hatten, etc. Der war halt leider zu langsam. Das war so mein Gefühl. Deswegen heißt es, denke ich, jetzt erstmal back to Embor. Wieso neuer Run? Hast du den letzten verloren? Nein, ich fange einfach nur so aus Spaß nochmal neu an, weil ich so viel Spaß an dem Early Game in diesem Spiel habe. Das ist nämlich total lustig, einfach nochmal von neu zu starten. 11, 24, 12, 30, 17, 9. Ist okay, würde ich behalten. So, what do the stats say? Relax ist schon mal nicht so nice. Unburden. Was sagen die IVs? 1, 20, 7, 8, 4, 22. So. Vegimak. Timid. Mhm. 16, 20, 23, 27, 6, 9. Okay. Okay, Knofenser. Ich weiß, dass Knofenser auf jeden Fall Buffs bekommen hat. Das weiß ich. Modest Nature. Okay. 4, 29, 6, 13, 16, 21. Gluttony, also kein Chlorophyll. Das lernt halt auf 14 noch Bullet Seed, was big ist. Und Clear Smog, was halt zum Beispiel gegen Charon eigentlich ganz cool sein kann. Mäßig. Mäßig ist gut. Mäßig ist gut. Das Ding hat genauso viel Special Attack wie Attack. Mal gucken. Aber Meryl wäre big. Oh, Macholo. Lang ist sehr. Hatten wir auch nicht lange nicht mehr. Asty Nature. Steadfast. 15, 5, 14, 25 Special Attack. Sehr gut. 16 Special D, 17 Speed. Okay. Also minus Death ist nicht so toll. Könnte eigentlich ganz cool sein für later on. Und halt für die erste Arena. Aber minus Verteidigung ist eigentlich nicht so toll. Aber mal abwarten. Aber eigentlich wäre alles gut jetzt aus dem Mai. Eigentlich wäre alles gut. Also wichtig ist auf jeden Fall, das habe ich jetzt gerade schon auf die Schnelle sehen können, wir brauchen Cute Charm drauf. Modest? Ah! Okay, es ist Friend Card. Dann ist Modest gut. Weil, oh, das ist eigentlich sogar big. Wait, das ist mega gut. Friend Guard? Als Knuddeluff hat es auch noch Friend Guard. Das ist eigentlich mega gut. IVs. 11, 18, 7, 4, 25, 11. Naja. Also die Erfahrung zeigt, dass die ganz kleinen, vermeintlich schwachen Pokémon das an sich schaffen können. Theoretisch. Ne, wir hatten ja hier auch zum Beispiel das Trassler, was dieses Porygon eigentlich 1v1 hätte können. Boah. Also Fake Out, dann 1. Ah, macht sogar guten Schaden. Wenn ich mir den Schaden so angucke, dann müsste Faint Attack relativ sicher 3-Hit KO'n. Ah, er geht direkt auf Swift. Er macht gar nicht den Power-Up. Er sieht wahrscheinlich den 2-Hit. Okay. Well, Yumi, I guess. Das war's. Schade. Ach, er geht mal zur Abwechslung nicht auf Swift, auf Workup im Turn 1. Bong! Okay. Dann holen wir jetzt Ratchet rein und holen uns den Kill. So. Lillipup. Okay. Ich habe keinen Switch-In. Tickle ist
a play. Wegen dem Retaliate. Ich kann halt nichts reinwerfen. Okay. Nice. Wie viele HP sind's? 4. Okay, dann tickeln wir nochmal. Machen den Workup-Boost kaputt. Nice. Das ist gut. Wir generieren dadurch kontinuierlich 4 HP. Und je öfter der Gegner das jetzt macht, umso besser. Wir tickeln nochmal. Haben wir nichts zu verlieren. Nice. Let's go. Vielleicht haben wir die KI jetzt gelockt. So, ich würde es jetzt einmal nochmal machen, um almost full zu sein. Nice. Das ist richtig big. Aber jetzt gehen wir almost full aus dem Matchup raus und haben das Lillipup eigentlich fast 1v1 getradet. Was huge ist. Kurz vor knapp nochmal den Retaliate, du Lümmel. Kurz vor knapp nochmal den Retaliate. So, Dodo. Dangerous? Ich würde auf Honda gehen. Okay. Okay. Puh, einer ist schon mal weg. Das ist gut. Okay, Aimbomb. Jetzt müssen wir mal gucken. Also drei Mons hat er noch. Er hat noch das Dearling, Aimpom und Set. Pass auf, wir gehen nochmal auf Ratchet. Für die Aquawelle, maybe. Wir weichen jetzt vom Ursprungsplan ab, genau. So, 30% uns richtig zu screwen. Okay, das ist schon mal nicht so gut. Dann gehen wir jetzt auf Kirby. Also wenn die Verwirrung nicht gekommen wäre, würde ich jetzt hier drin bleiben, Leech Seed drücken. Das wäre insane gewesen. Aber gut, machst du nichts. Ich meine, es sind 30%. Das ist vergleichbar mit einem Scald Burn. Aber es ist trotzdem kacke. So, wir charmen, um das Aimpom so ein bisschen down zu tunen. Problem ist, dass dadurch trotzdem Aquawelle immer noch gleich stark bleibt. Okay. Gandalf de Boss 157 ist Seat 43 Monaten dabei. Guten Abend, Mr. Bang und Banger Chat Reggie Love. Ektius? Gandalf, danke dir für die 43 Monate, Mann. Willkommen zurück. So, der Gegner müsste jetzt bei wie viel sein? Minus 1? Kann sein, dass er bei plus minus 0 ist. So, wir gehen jetzt aber nicht nochmal auf Fake Tears. Auf Fake Tears sage ich schon. Auf Charm, wir gehen jetzt direkt auf wir wollen Damage haben. Weil je länger wir warten, desto eher höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach auf plus 6 Aquawelle geht. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Oh, huge. Oh, ist das gut. Holy moly. Der Disarming Voice Damage gerade. Oh! Der Water Pulse Damage. Oh! Nice! Guck mal, ihr habt über Kirby gelacht. Kirby lacht jetzt über euch. Stattdessen gehen wir auf Double Step. So, Munchlax kommt. Okay, und jetzt ist die Frage. Einmal Charm und raus. Einmal Charm und raus, ne? Genau, du gehst weiter auf Workup. Perfekt.
Wenn wir super, super greedy sind, können wir sogar zweimal Workup um raus. Aber ich glaube, einmal Workup reicht hier auf jeden Fall. Wieso keine Wake-Up-Slab? Weil wir Modest sind. Und wir da das, Schiff. Weil wir Double-Step sind, so. So, Low-Kick. Mal gucken, wie viel Damage das macht. Auf dem fettes Manfaxo. Almost cleaner One-Shot, Mann. Critical Hit. Ach, come on. Come on. Der Crit war jetzt nicht so nice. So, Dierling ist da. Dierling kann aber eigentlich nicht so viel machen. Hoffe ich. Solange Loki jetzt two-hitted, ist alles Gucci. Okay. Nice. Easy Charon Fight. Wir haben nur Yumi verloren. Der Rest ist alive und happy. So, Zeit für Geweiher. Nation! Danke die 45 Monate. Willkommen zurück. Here we go. Oh, please, gib mir ein gutes Wesen. Oh. 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 Once a lifetime. Gutes Wesen. 2, 17, 29, 24, 30, 4. Okay. Beat ist mit 4 kacke. Aber der Rest ist eigentlich ganz cool. Mal abgesehen von HP. 29 Defense, 24 Special Attack, 30 Special Defense. Pretty tanky. Let's go. So, Zeit für unseren zusätzlichen Encounter. Den ich hier mir hier eingebaut habe. Quiet Nature. Okay, das ist nicht so gut. Und es hat Swarm. So, jetzt muss ich einmal einen kleinen Fehler korrigieren. Wir können uns aber nebenbei nochmal die IVs hier angucken. 0 HP. Ja, geil. 16, 13, 28 Special Attack. Jawohl. Wer hat recht? Mosel hat recht. Willst du dich jetzt etwa auf eine Stufe mit Mosel setzen oder was? Haha! Da glaubst du ja wohl selber nicht. Jetzt setzt dich auf eine Stufe mit Mosel, Mann. Imagine. Bong! Das war ein cleaner One-Shot. Plus 1 war der, ne? Krabi, nein! Krabi ist cool, weil Krabi halt Damage reinhauen kann, wenn er Sheer Force hat, was mega ist. Und... ja gut, Krabi. Aber der braucht jetzt Sheer Force, ne? Das ist jetzt wichtig. Ein Hypercutter Krabi. Sheer Force, nice! Oh, und Careful Nature! Wow, actually gut. 8, 7, 19, 9, 4, 9. Okay, IVs sind aber S. Ja, IVs sind richtig S. Aber der Rest ist gut. Worst case ist, wir kriegen Finion. Das ist, ah, okay. Es hat zumindest Storm Drain. Das ist schon mal gut. 27, 2, 1, what the fuck? 27 HP, 2 Attack, 31 Defense, 30 Special Attack, 16 Special Defense und 23 Speed. Mit Storm Drain. Ne, Einzelkampf. Und es wird... oh, okay. Jetzt ist wichtig. Intimidate, yes, no, maybe. Dashfire. Mild. Flashfire. Okay. 18, 4, 31, 10, 23, 14. Okay. Liest sich eigentlich ganz gut. So auf den ersten Blick. Nur das Wesen gefällt mir nicht. Das Wesen ist sehr sus. Holen wir uns jetzt erstmal unseren letzten Encounter ab. Ah, take your pick, s'il vous plaît. Well. Gentle Nature plus Special Defense minus Defense. Dafür hat es 31 Defense als
Spezialisation, 2 HP, 15 Attack, 31 Defense, 24 Special Attack, 10 Special Defense, 24 Speed. Wird ein tougher Fight, vor allen Dingen Deathless. Deathless wird das sehr schwierig. Wette? Alle am Pen. Mach keinen, ich bin jetzt gerade auch müde. Also. Monferno. Wir drücken am Anfang erstmal Waterpulse. Er geht direkt auf Firelash. Das ist an sich ganz okay. So, wie viel Schaden macht jetzt der Waterpulse? Oh, Verwirrung ist auch da. Das ist wunderbar. Können wir nämlich an der Stelle auf Aquajet gehen. Hoffen wir mal, das killt. Nice. So, und jetzt kommt Mediti. So, Mediti ist wie gesagt schwierig. Da müssen wir erstmal gucken. Das Ding zu umspielen ist fucking schwer. Jetzt kommt der Donnerschlag. Wir könnten direkt auf Dracula gehen oder wir gehen halt erst auf Honda. Wir gehen halt aber erst auf Honda, denke ich. Na, einfach um den Donnerschlag, den Safen, der jetzt reinkommt, abzufangen. Ist ja Expert AI. Genau, und jetzt kommt der Psycho Cut. Und das ist jetzt ein kleines Pray and Hope, dass. Ich will gar nicht dran denken. Ich denke nicht dran. Aber guckt euch den Schaden an. Guckt euch den Schaden an. Ja, das ist massiv. Das ist massiver Schaden. Mit dem Muscle Band hätte ich gekillt. Oh, bitte. Aber gut, okay. Man kann nicht alles haben. Ring of Ratchet. Und hoffen, dass Ratchet überlebt und vielleicht schneller ist, weil dann überlebt Ratchet. Ansonsten ist Ratchet tot. So, Psychard kommt. Psychard. Okay, nicht schlecht, Ratchet. Das ist schon mal einen kleinen Applaus wert. Jetzt ist halt nur die Frage, ob du schneller bist. Weil wenn du schneller bist, überlebst du. Wenn nicht, dann halt nicht. Nice, Ratchet. Was ist denn mit dir los? Der Ratchet will nicht ins Gras beißen. So, und Makuhita. So, Makuhita hat Feuerschlag. Wahrscheinlich kommt hier auch der Feuerschlag. Wir gehen auf Seed Bomb. Wir wollen hier Damage drauf haben. Der ist okay. Fire Punch kommt. Aber wir hatten ja eh schon gesagt, wir würden Ratchet an der Stelle abschmeißen, weil. Also nicht irgendwie. Nichts gegen Ratchet, aber. Irgendwie setze ich mehr in die anderen Mons. So, dann kriegen wir jetzt nämlich Safe Paimon rein. Ohne Damage. Können Psychstrahl drücken und. Ach. One HP. Das ist ein F. Vor allen Dingen, weil wir jetzt Revenge damit. Och. So viel Damage haben wir jetzt for free gefressen. Das ist super ärgerlich, Mann. One HP. Come on, man. Das ist super ärgerlich. Das war wirklich One HP. Let's go. Er muss halt Ganondorf es richten. Bulk up. Ja, guck mal, wenn wir den Schaden nicht gefressen hätten jetzt, ne? Hätten wir ja gar nicht erst rauswechseln müssen. Aber jetzt müssen wir. Okay. Wir regen uns gar nicht auf. Razor Shell, hoffen wir, dass wir immer noch two-hitten. Okay, aber er geht nochmal auf Bulk up. Okay. Okay, wenn wir jetzt einen guten Roll bekommen, könnte das killen. Oh, jetzt. Yes, der Safety Crit. Nehmen wir. Okay. Und letztes Mon, Sorg. Ja, ich muss auf jeden Fall um Reversal rumspielen. Das heißt, wir drücken erst Rock Smash. Ja, es kann sein, Crane. Weiß man nicht. Und jetzt gehen wir auf Razor Shell. Weil jetzt müsste eigentlich Razor Shell killen. Und wenn nicht, ist halt Reversal jetzt insane. Aber eigentlich müsste Razor Shell hier killen, oder? Oh Gott. Oh Gott. Perfektes Reversal Setup. No. Ich meine, wir gewinnen den Fight, das ist klar. Okay, wir gewinnen den Fight, weil wir haben Prio. Aber muss ich was abwerfen? Ich geh auf Dracula.
Da kommt Reversal, Max Power Reversal. Wie viel Damage macht das? Okay, da ist die Frage, schmeißt mir Paimon oder Ganondorf ab? Angenehm. Wir schmeißen Paimon ab. Ich werde es bereuen, weil das war eigentlich immer der Hidden MVP. Ja. Der geht auf Rocktomb. Oh. Er geht auf Rocktomb, Mann. Meint ihr, geht nochmal auf Rocktomb? Mann, Mist, 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 Mist. Oh. Bong. Schade. Müssen wir uns merken, dass die KI so tickt. Sollten wir uns merken fürs nächste Mal. Wahrscheinlich war es eine 50-50, ob er beides gekillt hätte. Ja, es kann halt missen, deswegen war ich irritiert. Ich werde es bereuen, Leute. Leider minus Speed. Leute, haut rein. Ich wünsche euch was. Schlaf gut. Bis morgen. Wir hören uns, ne? Haut rein. Passt auf euch auf. Und kühlt mal schön ab. Kühlt schön ab. Ich werde es nämlich auch machen. In dem Sinne. Macht's gut. Bis morgen. Gute Nacht. Peace out. Danke für den schönen Stream.